moin, moin. So, jetzt bin ich doch schon wieder da. Ist noch gar nicht der zweite, dritte, aber es hat sich ein bisschen was ergeben, wo ich dachte, ach, da kann ich einfach mal ein Video zu machen. Und zwar geht es hier um diesen Gürtel, den Strength Shop Gürtel, den ich mir zugelegt habe, weil er so schön schwarz ist. Und dementsprechend, ups, da bin ich wieder, besser zu meinen schwarzen Klamotten passt. Mein anderer Gürtel hier, der Inser, der ist ja nun leider rot. Und rot passt nun mal nicht zu schwarzen und weißen Sachen. So, das war das Review. Schwarz gut, rot nein. Na gut, im Ernst. Dieser Gürtel hier, der kostet so schlappe 130 Euro. Dieser Gürtel hier kostet so schlappe 40 Euro. Man merkt es in der Verarbeitung schon so hier und da ein bisschen. Der hier, der rote Inser, der ist quasi Lifetime approved, würde ich mal sagen. Der ist so gut und stabil gefertigt, da kann eigentlich nichts passieren. Durchgehend mit dickem Material hier auch an der Schnalle. Richtig gut verarbeitet, was das hier angeht. Während dann doch hier, ich hole ihn nochmal kurz wieder zurück, viel weicheres Material verwendet wurde. Das ist natürlich Geschmackssache. Aber auch hier an der Schnalle wurde das Material stark verdünnt. Ja, kann man hier, glaube ich, nicht drauf erkennen. Mit etwas günstigeren Nieten hier verarbeitet. Das heißt, hier könnte es irgendwann mal kaputt gehen. Könnte, müsste nicht. Aber das ist, glaube ich, was, mit dem man rechnen konnte, wenn man davon ausgeht, dass dieser Gürtel nur ein Drittel von dem kostet, was eben der Inser kostet. Jetzt zum Training selbst mit den Gürteln. Den Inser habe ich jetzt also 2 Jahre und bei schweren Einzelwiederholungen hat er mir richtig gut geholfen, weil ich da tatsächlich ein gutes Gefühl bekommen habe und sehr intensiv daran arbeiten konnte, meine Rumpfspannung aufzubauen, richtig festen Rumpf zu haben und damit dann auch meine Wiederholungen gut hinzubekommen, beziehungsweise meine Einzelwiederholung. Auf mehrere Wiederholungen, da hat der Inser so ein kleines Problem, jedenfalls bei mir. Entweder ich muss ihn so locker umnehmen, dass ich dann quasi keinen Effekt mehr davon habe, kann dann aber noch atmen. Oder ich ziehe ihn so fest, dass ich gut dagegen drücken kann mit meinem Rumpf, habe dann aber Sauerstoffprobleme, was bei Wiederholungen über 3 dann doch ein kleines Problemchen wird. Bei dem Strength Shop Gurt ist das ein bisschen anders. Der ist so weich vom Material, dass er ein bisschen nachgibt. Da könnte ich mir vorstellen, bei schweren Einzelwiederholungen könnte das ein Nachteil werden. Davon gibt es dann nochmal einen zweiten Teil, wenn ich dann mit schweren Wiederholungen mal wieder dran bin. Auf Wiederholung ist er aber richtig gut, weil man dann trotzdem seine Rumpfspannung aufbauen kann, aber zwischendrin eben doch noch Luft bekommt, um weiterzumachen. Dementsprechend gucken wir uns mal an, was heute mit den Gürteln passiert ist. Eigentlich waren noch gar keine Gürtel vorgesehen beim Training, aber eigentlich war noch keine Dreierwiederholung vorgesehen bei meinem Training. Heute war eh alles anders. Gucken wir einfach mal. Erster Satz, 150 Kilo und Dreier mit dem Insergurt. Einfach nur, um ein Vergleichsgefühl zu bekommen. Das letzte Mal, was ich mit dem Gurt gebeugt habe, das war auf der Deutschen Meisterschaft 2018. Wann waren die? Im September. Und seitdem habe ich keinen Gürtel mehr genutzt bei Beugen. Und der zweite Versuch wird dann mit 160 Kilo mit dem Strength Shop Gürtel M-Rep. Und da schon mal als Vorwort. Meine bisherige Bestleistung liegt bei 9x155,5 aus dem Jahre 2017. Wollen wir mal sehen, was da heute passiert ist, oder? Schauen wir mal rein. So, kleines Fazit. Auf Wiederholung finde ich den Strength Shop Gürtel richtig gut. Ich werde das jetzt die nächsten Wochen immer so machen, dass ich meine Top-Sätze mit dem Strength Shop Gürtel mache und dann mal sehen, ob mir der tatsächlich bei schweren Gewichten immer noch gut gefällt oder ob ich dann doch wieder auf den Inser umsteige. Aber dazu kann ich erst in 5, 6, 7 Wochen was sagen, wenn die Gewichte vielleicht mal so gen 200 Kilo wieder gehen.
Da wird es einen zweiten Teil von dem Review geben. Aber was ich jetzt schon mal festhalten kann, auf viele Wiederholungen mit moderaten Gewichten ist der Strengthshop-Gürtel dem Insta-Gürtel auf jeden Fall überlegen. Zumindest für meinen wulstigen Bauch. So, das war's erstmal wieder. Mir fällt bestimmt doch noch wieder mehr ein, was ich jetzt demnächst mal zeigen könnte. Dementsprechend sage ich jetzt nicht, am 2.3. zur Landesmeisterschaft sehen wir uns wieder, sondern... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Bis denn. Kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsbeschäftigung. Ein Rekord aus dem Jahr 2017. Der hat sich hier schon eingefressen. Den wieder wegzukriegen, das dauert ein bisschen. 9 mal 155,5 vom 20.12.2017. Und heute? 10 mal 160. Was haben wir denn heute? Woche. Ich schätze mal 21.01.19.